Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Und wie ihr am Titel bereits erkannt habt, geht es heute wieder darum, dass ich eure Kanäle bewerte. Und ja, es haben mir einige geschrieben. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich alle dran nehmen kann heute im Video. Macht aber nichts, Leute. Ich werde dann auf jeden Fall ein zweites Video noch machen, wo dann der Rest auch noch dran kommt. Kann halt ein paar Tage dauern, aber es wird kommen. Und ihr könnt mir auch weiterhin schreiben, wenn ihr wollt, dass ich mir eure Kanäle anschaue. Ja, dann kommt ihr halt alle im Anschluss daran. So, jetzt würde ich sagen, quatschen wir gar nicht lange. Wir gehen jetzt direkt auf den ersten Kanal. So, wir sind jetzt auf dem ersten Kanal und der erste Kanal ist von Avin Mila. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, ansonsten korrigiert mich bitte. Aber ich vermute einfach mal, dass es jetzt richtig ist. Avin Mila. So, okay. Als allererstes muss ich sagen, gefällt mir der Banner jetzt nicht unbedingt. Ich hätte da lieber was personalisierteres. Ach, sagt man das so? Personalisierteres? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Also einen personifizierten, mein Gott, es wird nicht besser, Banner, der halt ja mehr aussagt, wer du eigentlich bist. So, ich meine, dein Profilbild sehen wir. Du bist Joker. Okay. Weiß ich, was du machst. Du machst anscheinend Musik. Vielleicht ist es dein Image als Joker oder so. Keiner, ich weiß nicht. Wir gucken jetzt gleich auf jeden Fall mal rein. Aber wie gesagt, Banner würde ich halt sagen, machst du dir oder lässt du dir einen machen, was Schönes, irgendwas, was halt zu deinem Kanal passt und aussagt, was du eigentlich machst auf deinem Kanal. So, Social Media sehe ich nicht. Ist auch nicht schlimm. Okay, so, Kanalinfo gucken wir uns an. Beschreibung. Ist das ein gebrochenes Herz? Jo. Okay. Wären vielleicht so ein, zwei Sätze doch ganz gut, wer du bist und was du machst. Also ich lese immer gerne Kanalinfos, deswegen ja, gucke ich da rein. So, Playlisten gucke ich auch mal eben rein. Gibt keine Playlist, okay, aber das scheint doch daran zu liegen, dass du, okay, du hast eigentlich einige Videos. Aber wie gesagt, ich sehe, du machst halt Musik. Von daher wüsste ich jetzt gerade persönlich auch nicht, was du da als Playlist machen könntest. Höchstens mal, wenn du ein Album machst oder eine EP oder sonst irgendwas. Wir gucken jetzt einfach mal, wo gucken wir rein? Was klingt denn gut? Minutentakt, down für dich, seit dem Herbst, alles anders, Lügen mehr. Aber das Bild spricht mich schon an, ne? Aber ich nehme jetzt einfach was Neueres, nicht das ganz Neueste, das gefällt mir ehrlich gesagt mit dem Bild nicht, das sieht mir zu kitschig aus. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, Minutentakt, klingt gut. Ich hab den Halt verloren, bleib auf den Straßen, Schatz. Und hab gelernt, dass jeder Highway seine Grenzen hat. Ich flieg so lang, bis ich verdränge, was mein Herz mir sagt. Ich fühl es wahr, doch es entbricht dem Minutentakt. Ich hab den Halt verloren, bleib auf den Straßen, Schatz. Und hab gelernt, dass jeder Highway seine Grenzen hat. Ich flieg so lang, bis ich verdränge, was mein Herz mir sagt. Ich fühl es wahr, doch es entbricht dem Minutentakt. Jedes Mal, wenn ich aufwache und aufs Display seh, Déjà-vu. Ohne dich tut Leben weh, doch es vergeht, ganz egal welchen Weg du wählst, kann auf den Straßen nur traurige Gesichter sehen. Okay, also textlich gesehen finde ich es echt gut. So, der Beat ist auch sehr cool. Ja, es ist jetzt halt ein sehr ruhiges Lied. Mir gefällt so ruhige Musik nicht unbedingt. Also, kommt immer drauf an, aber. So an sich, wenn ich jetzt wirklich nur rein den Text und die Melodie und alles beurteilen müsste, ja, cool. Ich hätte jetzt am besten mit meinen anderen Kopfhörern gehört, denn ich selbst mache ja auch Musik. All diese Orte, auch die Erft sowie der Tagebau, all das steht für Griffenbruch oder kurz um GV. Meine Stadt, ich vergesse dich nicht, egal was passiert. Ich wurde in dir groß, hab gern in deinen Straßen gespielt. Doch auch wenn es mich jetzt an andere Orte verschlägt, ist und bleibt mein Herz bis in alle Zeit vom G und V geprägt. An der Mische könnte man, glaube ich, noch arbeiten. Ich glaube, die Mische war jetzt nicht so cool. Kann aber auch an meinem Headset liegen, weil ich jetzt nicht mit dem geeigneten Headset mir das anhöre. Ich werde vielleicht nochmal drüber hören mit einem anderen Headset. Aber nicht jetzt im Video, sondern dann halt später. Wie gesagt, an sich finde ich es echt cool. Wie gesagt, Banner würde ich noch ändern. Kanalinfo würde ich ein bisschen was anderes machen. Und ich würde vielleicht auch mal ein bisschen Wert auf Thumbnails legen.
Weil, ja, einfach nur so Ausschnitte aus dem Dings ist jetzt nicht so cool. Also, ist jetzt meine Meinung. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass du auch Thumbnails machst. Thumbnails erstellst, wo dann halt auch zu sehen ist, worum es geht. Vielleicht dein Titel hier zum Beispiel Minutentakt, könntest du zum Beispiel irgendwie so eine Uhr und dann so den Schriftzug Minutentakt oder so über einen Zeiger oder so, keine Ahnung. Ne? Einfach sowas halt. Ja, das wäre es auch eigentlich. Wie gesagt, Kanal ist okay. Ein paar Sachen, woran man arbeiten könnte, aber ansonsten ganz manierlich. So, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem zweiten Kanal und zwar auf dem Kanal von Konki. Ich hoffe, das ist richtig. Banner sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Bisschen voll, würde ich sagen. Durch die ganzen Logos: Realm Royale, Rocket League, dann Riesen Konki, Trouble in Terrorist Town, Hauptsache Spaß. Ist okay. Das Konki hätte ich vielleicht ein bisschen höher gesetzt. Dann hätte ich Rocket League zum Beispiel hier hingesetzt, Realm Royale hier drüben oder so, keine Ahnung. Ich hätte es nicht so vollgepackt. Für meinen Geschmack ist es zu voll. Und ich finde auch, ich sehe gerade, du hast hier auch Social Medias. Finde ich cool. Oh, werden wir gleich auf jeden Fall mal reingucken. Aber durch deinen Banner, jetzt zumindest auf dem PC, ich weiß nicht, wie es auf dem Handy aussieht und so, am Handy sieht man das glaube ich gar nicht, finde ich, kommt der Bereich hier nicht so gut zur Geltung durch diesen hellblauen Hintergrund hier. Kann man das schon mal schnell übersehen? Da hätte ich vielleicht eine dezentere Farbe genommen oder halt hier unten extra was gemacht. Ich habe ja zum Beispiel bei mir meinen Hintergrund und habe dann einfach einen Pfeil drauf gemacht, zu zeigen. Aber, ne? Okay, ansonsten, wie gesagt, finde ich cool mit Blau und Feuer, also ne, mit diesen zwei unterschiedlichen Farben, sieht cool aus. Das Konki ist meine Meinung nach auch ein bisschen zu schlicht. Da hätte ich auch eine coolere Schrift genommen, eventuell auch. Ja, durch die ganzen Farben hebt sich das nicht so cool ab. Ne? In dem Blauen ja, aber in dem Gelb geht das schon wieder unter. Ne? So, das hätte ich anders gemacht. Aber gut, muss jeder selbst wissen. Es ist auf jeden Fall alles drauf. Kanaltrailer hast du auch, finde ich auch sehr cool. Kanaltrailer mag ich. Wir können ja mal in den Kanaltrailer reingucken, obwohl ich auch finde, dass 2 Minuten 44 verdammt lang sind für einen Kanaltrailer. Denn eigentlich soll dieser Kanaltrailer nur kurz zeigen, was du machst, wer du bist und das war's. Okay, auf jeden Fall war schon cool mit dem Unfall gerade. Was nur schade ist, ich hätte es jetzt besser gefunden, wenn du den Spielsound mit überträgst. Die Musik, meinetwegen, okay, ein bisschen leiser vielleicht, aber den Spielsound und deine Reaktion mit übertragen, dann sehen die Leute direkt mehr von dir, weißt du? Die kriegen direkt mit, wer du bist, wie du so reagierst und, ne? Das hätte ich jetzt cooler gefunden. Aber an sich, ansonsten halt echt cool. Wie gesagt, ich gucke mir jetzt nicht ganz an. 2:44 finde ich dann doch sehr lang für einen Kanaltrailer. Aber an sich nicht schlecht. So, Kanalinfo gucken wir mal rein. Ah, sehr schön. Hier gibt es was zu lesen. Jetzt bin ich gespannt. So. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Konki. Bin auf YouTube unterwegs. Okay. Wir sind auf YouTube. Hättest du dir auch sparen können eigentlich. Aber ist okay. Spiele leidenschaftlich gerne Games. Egal ob alte, neue Konsole oder PC. Hauptsache macht Spaß. Mache überwiegend Livestream mit PC, PS4 auf meinem Kanal. Lieblingsspiele habe ich nicht direkt, die ich überwiegend gerne spiele oder livestreame. Spiele alleine, was? Oder auch gerne mit meiner Crew. Lerne aber auch gerne neue Leute kennen, die dasselbe Hobby haben wie ich. Gebe immer hier mein Bestes. Bin aber auch ein Familienvater mit 2 süßen Kindern und einer lieben Ehefrau. Daher sind meine Livestreams nicht immer ohne Störungen. Du, das macht gar nichts. Ich habe auch 2 Kinder und eine Frau. Deswegen streame ich auch immer nur abends ab 20 Uhr, weil meine Kinder dann im Bett liegen. Vollkommen in Ordnung. Also, Real Life geht immer vor, Familie hat immer Vorrang, immer. Dafür breche ich sogar einen Stream ab, wenn irgendwas ist. Also, das, ne? So. Aber mir ist aufgefallen, hier sind viele Rechtschreibfehler drin, beziehungsweise Sätze nicht korrekt geschrieben. Zum Beispiel, egal ob alte, egal wird klein geschrieben, schon mal, ne? So.
Bin auf YouTube unterwegs, hättest du, wie gesagt, hättest du dir sparen können, weil wir sind auf YouTube, wofür, ne? Also, so Spiele, leidenschaftlich gerne Games. So, da hättest du das Komma auch weglassen können, weil der Satz geht ja weiter. Games, egal ob alte, und dann hätte ich hier Komma weggelassen, oder neue Konsole. Ja, okay, alte oder neue Konsole. Ja, stimmt. Alte oder neue Konsole. Alte dann auch klein, ne? Neue auch klein. Aber ist, ne, wie gesagt, solltest du mal drüber gucken, sind halt, wie gesagt, ein paar Schreibfehler drin und auch ein paar Sätze, die sich komisch anhören. Bei mir gibt es Horror, Retro Gaming, neue Games, Ego-Shooter, Action Adventure, Adventure, Survival Horror, Aufbau, Strategie, Battle Royale, Kriegsspiele, Shooter. Also alles. So. Alles kann, nix muss. Gemeinsam sind wir stark. Auf jeden Fall sehr cool. Finde ich cool auch, dass du hier für geschäftliche Anfragen E-Mail-Adresse hast. Ja, ganz cool. Auch deine Dings hier. Komm, wir schauen jetzt einfach mal in die Playlisten rein. Playlisten gucke ich auch mal sehr gerne. Okay, Playlisten hast du auch. Gefällt mir auch schon. Eigene Playlist, Singleplayer, Multiplayer Games. Alles, was Spaß macht. Auf jeden Fall auch schön unterteilt. Kann man auf jeden Fall einmal durchseppen. So, ich gehe auf Videos. Guck mal, Thumbnails hast du auch. Sehr schön. Ja, Thumbnails hast du auch. Sehr schön, ja. Dino Crisis, okay, das ist auch schon lange her. Okay, einen richtigen Stil ist auch sehr gemischt. Muss ich aber dazu sagen, ist bei mir auch noch gemischt, weil ich immer noch in dieser Findungsphase bin, wie ich meine Thumbnails eigentlich machen möchte. Da experimentiere ich noch, aber ich versuche halt bei einem Stil immer so in der Richtung zu bleiben. Hier hast du einfach immer dasselbe Thumbnail genommen, nur die Zahl geändert. Ist okay, aber könntest du auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten an Thumbnails, dass sie ein bisschen geiler aussehen, weil das Thumbnail ist ja das Erste, was dein Zuschauer von dir sieht, ne? Beziehungsweise dein Kanal-Trailer, wenn er auf deinen Kanal geht. Aber Thumbnails sind halt immer das A und O, ne? Die müssen halt stimmen. Wenn Thumbnail nicht stimmt, dann klickt doch keiner drauf. Das ist einfach so. Aber egal, so, wir gucken jetzt einfach mal irgendwo rein. Jetzt gucke ich mal irgendwo rein, wo ich auch Bock drauf habe. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, war ich ja kein Freund von. Egal, komm, wir gucken mal rein. Jedi Fallen Order. Achso, das war ein Livestream. Okay, dann spulen wir mal vor, bis du loslegst hier. Wie geht's denn los? Minute. Ist mir auch völlig egal. Was? Lass uns anfangen. Hab keine Zeit. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Mein Bot ist auch, glaube ich, tot. Was soll's? So. Ja. Licky, die Schnitte, die spielt auch gerade Rocket League. Ich habe erst wieder, ich spiele da mit. Aber nein, ich will heute mal bei mir bis da was für ein, zwei Stunden. Sieht so ein bisschen aus wie Ich die Küche. muss Nee, mit dem Schrank und dahin. so. Nee, ins Wohnzimmer. Ich kann da durchgehen. Gehen wir da mal durch. Weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Aber enge kleine Ritzen durchzukrabbeln macht doch immer Spaß. Oh! War das zweideutig? Da Finger in der Nase stecken muss mir Spaß machen. Brat! What? Und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Das ist sehr verstörend. Ich spule jetzt mal einfach in die Mitte irgendwo rein. So ein bisschen abgeht. Ah, hier haben wir eine gute Stelle erwischt. So. Hä? Spielst du nicht mehr? Hä? Warum spielst du nicht mehr? So. Ach Jetzt muss ich so. jetzt nochmal in Ruhe, Ach so. ohne zu quatschen, weil das kann ja nicht angehen. Das kann ja nicht sein. Dass ich so ein dumm. Ich mag das nicht, wenn du mich anschreist. Also auf jeden Fall finde ich es schon mal cool, dass du auch mit deinen Zuschauern redest. Machen nicht viele, beziehungsweise
es gibt viele, die es halt nicht beachten oder so. Und ja, finde ich immer schade. Aber das finde ich cool, dass du mit deinen Zuschauern auf jeden Fall redest. Und ja, hast du sympathische Art, finde ich cool. Du kriegst auf jeden Fall ein Like von mir, definitiv. Komm, ein Abo lasse ich dir auch da, damit dein Zähler hier oben bald voll wird. Und ja, an sich gefällt mir der Kanal. Wie gesagt, ein paar Sachen auch bei dir hier, die ich ändern würde, beziehungsweise, ja, es ist einfach zu voll hier. Und ja, aber habe ich jetzt alles schon lang und breit erklärt, also von daher würde ich sagen, sind wir durch hier. So, als nächstes haben wir Balox Gaming. Balox Gaming hat auch, wie ich sehe, schon ordentlich Abos, 529, schon nicht schlecht. Banner finde ich jetzt erstmal stylisch, schlicht aber stylisch. Also ein Controller, dann dieses Balox Gaming Online Gaming Channel mit diesem, mit dieser Kugel im Hintergrund, zweifarbig, macht erstmal was her, sieht gut aus. Ist zwar schlicht, wie gesagt, aber hat Style. So, und ja, wir gehen mal auf die Kanalinfo. Einen Kanaltrailer gibt es ja leider nicht. So, okay, Beschreibung in Englisch. Welcome to my YouTube Channel. We make Gameplays, Kommentars? Heißt es nicht Commentaries? Ich meine ja. So, we make Gameplays, Commentaries and Fun Videos. If you like it, subscribe us and share our channel. Ja, kurz und knackig, ist okay. So, Playlisten haben wir sogar auch. Call of Duty Rage, FIFA 20, okay, sehr schön. Videos, gucken wir jetzt mal. Ja, Call of Duty, also okay, Moment. Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Mobile, okay, zwei unterschiedliche. FIFA 20, okay. Ja, Thumbnails auch cool. Bisschen verstörend, so mit diesem schiefen Gesicht. Nein, Spaß. Nein, cool. Auch hier mit diesem Kommentator oder so davor. Ja, sieht ganz witzig aus, teilweise. Und ich kann jetzt zwar mit FIFA nichts anfangen. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal in Modern Warfare rein. Aber nicht Mobile. Denn Mobile kann ich auch nicht so anfangen. Wir gucken mal hier in Modern Warfare Funny Compilation. Funny Compilation finde ich geil. Area 51. Geil. Aua. Bye, have a great time. Boah, ja, komm. Naja, okay. Das ist auf jeden Fall cool geschnitten. Auch mit den Soundeffekten beim Übergang und so. Gefällt mir auch. Unter einer Funny Compilation stelle ich mir jetzt ein bisschen was anderes vor. Vielleicht kommt das auch noch erst im weiteren Verlauf. Jetzt gerade sehe ich ja nur Kill-Serien, beziehungsweise Best-of, was du ja auch geschrieben hast, Kills, Best-of. Aber nichts, was mich jetzt zum Lachen bringt, ehrlich gesagt. Unter Funny Compilation stelle ich mir irgendwelches Getrolle vor oder sonst irgendwas. Wie gesagt, vielleicht kommt es im weiteren Verlauf noch. Weiter! Okay, ich habe jetzt, wie gesagt, nichts Funny-mäßiges gefunden, was jetzt, ne? Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Wie gesagt, geschnitten ist es cool. Ist gut geschnitten mit den Übergängen, auch wie gesagt mit diesem Quackgeräusch. Ich glaube, das benutzt Monte, glaube ich, auch, ne? Bei seinen Videos, keine Ahnung. Ja, schade, ich hätte gerne noch irgendwas gesehen, wo man vielleicht dich sieht oder so ein Stream oder so, aber Stream scheinst du gar nicht zu machen, vielleicht auch auf Twitch, keine Ahnung, aber Twitch hast du auch nicht verknüpft oder so, nee. Nee, aber trotzdem, cool. Ich würde auf jeden Fall sagen, bleib am Ball und ja, Abo ist da und
Wir gehen zum nächsten. So Leute, der letzte für heute. Und zwar ist das Hey Dave. So, Hey Dave hat auch einen ja, coolen Banner mit Yoshi, Mario. Alles cool, auch mit diesem Mario-Bild hier unten. Und seinem Social Medias in der Mitte. Aber jetzt kommt direkt das erste. Und zwar, hier an der Seite hast du jetzt freigelassen. Weil das wahrscheinlich fürs Handy oder Tablet gedacht ist. Aber auch der PC hat hier noch Ecken. Ne? Also hier könntest du auch noch was hinmachen. Aber gut, ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Und deine Social Medias hast du jetzt zwar hier oben verlinkt, aber die kannst du auch hier reinsetzen. Ne? Dann können die Leute das direkt anklicken. Ist natürlich viel einfacher für die Leute. Und die Leute mögen einfach. So, so wir gehen mal auf Kanalinfo und gucken mal rein. Irgendein Typ, der Bock hat, Videos zu machen. Okay. Kurz und bündig. Ich mag immer mehr Text, mehr, wo man halt mehr lesen kann über die Person an sich. Aber gut, okay. So, Playlisten. Okay, eine Playlist mit zwei Videos. Wir gucken auf deine Videos. Vielleicht hast du gar nicht so viele. Oh doch, du hast eigentlich schon etliche. Okay. Oh, du hast schon einige. Okay. So. Thumbnails machst du auch. Sehr coole. Ich finde auf jeden Fall cool, dass du Thumbnails mit dir selbst drauf machst. Wollte ich in Zukunft auch machen, wo ich öfters drauf bin, beziehungsweise vielleicht sogar dann immer drauf bin. Aber es ist immer so eine Arbeit mit Foto machen und ausschneiden, einfügen, bearbeiten und dann für jedes Thumbnail ein neues Bild und nach, irgendwann kommt das vielleicht. Aber naja, jetzt mache ich es nur ab und zu mal. So, okay, ich guck mal, ich teste japanische Süßigkeiten. Piercing stechen lassen in der Öffentlichkeit. Nur kurz gucken in, okay. Dänemark, zurück zum Training. Also du machst sehr viel Vlogs. Ah, guck mal hier, Mario Kart. Geld wetten bei Mario Kart 8 Deluxe. Okay, das interessiert mich jetzt. Hi, ich bin David. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es wieder eine spektakuläre Folge Mario Kart mit den Jungs. Moin, moin. Moin, moin. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Spektakulär ankündigen, Alter. So, wie viel wollt ihr? Fünf. Okay. Zuallererst mal, mega, mega Intro. Also ich finde auf jeden Fall den Anfang schon, deine Anmoderation cool. Auch mit den Jungs, die dann auch Hallo sagen und so, mit den Bearbeitungen und so. Mega, finde ich echt gut. Ja, jetzt gucke ich einfach mal weiter. 5 Euro machen wir. 5 Euro. 5 Euro am Start. Gewinner kriegt alles, sagt er. Na, Gumba! Boah, ist jetzt aber wieder alles sehr eng aufeinander hier. Ja, ich krieg einen roten Panzer, na klar, immer, immer. Oh Mann, ey, immer wenn ich irgendwie ein bisschen weiter nach vorne komme, krieg ich einen roten Panzer, ey. Das kann doch nicht legal sein, die Scheiße. Nein, ich fang gegen die Röhre und gegen den Zaun. Was mache ich denn hier? Oh. Ich fahr hier einsam meine Runden. Halt's Maul! Ey, guck, immer wenn ich wieder vorne bin, krieg ich irgendwas ab, Mann. Nein, die Bombe, ja. Mann, ey, ich war gerade wieder da dabei, gut aufzuholen. Sprachen lernen, Bubble. Oh, Mann, ey. Dann gegen Kovic ist in der Ziel. In der Ziel. Oh, Mann, jetzt ja, ich krieg noch einen rein. Ja, ja. Alter, so eine Scheiße. Ich bin aber vor wie er hat ihn noch genommen, den Jungen. Ey, kurz vorm Ziel wieder. Ja. Bist du in die Gumbas geflogen, oder was? Nee, mich hat von hinten einer erwischt. Ach, erzähl doch keinen. Also ich setze jetzt eine Runde aus mit Wetten. Okay, also deine Bearbeitung gefällt mir echt gut. Auch mit dem Wechsel immer zwischen Spiel und dir. Genauso wie, dass du immer halt so die Highlights aus den Runden und nicht die komplette Runde zeigst. Ne? Gefällt mir richtig gut. Gibt definitiv einen Daumen nach oben. Ich weiß auch nicht, wer so dumm war, einen Daumen nach unten zu geben. Und ein Abo kriegst du definitiv, weil es hat mich echt gut unterhalten. Auch wenn ich jetzt nur kurz geguckt habe. Ich werde das Video auf jeden Fall gleich noch zu Ende gucken. Ich gucke mal, also gefällt mir echt gut, also von deiner Videobearbeitung her top, ich verstehe auch nicht, wieso du nur so wenig Abos hast, also weiß nicht, wann hast du angefangen, mal gucken, ist schon länger her, ne, ein Jahr, okay, ja, aber wie gesagt, gefällt mir auf jeden Fall gut der Kanal, ein paar Sachen halt, ne, dass du wie gesagt deine Social Medias hier reinpackst, ist natürlich für die Leute besser, ich weiß auch gar nicht, ob du es in deiner Videobeschreibung drin stehen hast, ich glaube nicht, guck mal eben rein. Ne, würde ich auf jeden Fall noch in die Videobeschreibung packen, deine Social Medias. Kannst du einfach unter Einstellungen deines Kanals Standard Upload, dann ist es immer drin. Dann brauchst du nicht jedes Mal nachgucken.
Wie gesagt, gefällt mir auf jeden Fall gut. War aber auch jetzt genug für heute. Wir haben jetzt 4 Kanäle gesehen. Hat echt Spaß gemacht heute wieder. Die anderen Kanäle werden auch noch drankommen. Aber dann halt in einem neuen Video, weil ich weiß auch gar nicht, wie lange das Video jetzt hier gehen wird. Aber ich denke, es wird wieder sehr lang werden. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann schreibt ihr mir einfach einen Kommentar. Dann seid ihr halt auch dabei. Und wenn euch das Format gefällt, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut und ciao. We'll be right back.